Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video mit dem Ford Ranger Raptor. Ich befinde mich gerade, beziehungsweise ja, bin jetzt in Lüdinghausen und war bis eben bei der Firma Simex gewesen. Die Firma Simex hat mir diese LED-Bar oben aufs Dach montiert. Mit vier Laserlampen und hinten mit Raptor-Schriftzug. Die Laserlampen sind danach über Funkfernbedienung steuerbar. Schon mal so eine Fernbedienung los. Noch alles ordentlich verpackt. Ja, komm raus. So. Hier haben wir sie. Diese noble Funkfernbedienung gibt es dazu. Und über diese Funkfernbedienung lässt sich dann nachher die Lichtbar steuern. Ich drücke mal auf an. Und wieder auf aus. Ich befinde mich gerade in Lüdinghausen an einem Kanal. Da hat gleich eine gute, als gute Kulisse dient. Die Firma Simex hat da auch Produktvideos und Produktbilder noch gemacht für ihre Website oder für ihre Internetseite. Und da ist dann halt auch gleich der Raptor schön eingesaut worden. Schon seht ihr, dass die Leuchten danach auch eine Standlichtfunktion haben, die auch so offiziell erlaubt ist. Die Leuchten selber kann man in weiß schalten, so wie die halt jetzt leuchten, oder halt in orange. Aber orange ist ja quasi in Deutschland verboten, deswegen fahre ich danach auch mit weißen Farbverleuchten. Und dann über Fernbedienung kann man danach halt die wieder zuschalten und abschalten. So schauen die danach halt noch einmal aus. Hinten haben wir das Raptor-Schild. Ich kann also den Wagen noch einmal dieser tollen Kulisse zeigen. Des Weiteren habe ich mir nach unten so ein Schutzgitter anbauen lassen und das verschließt danach unten diese große Luftöffnung.
das Gitter ist auch jetzt neu dazugekommen. Verleiht der Front noch einmal einen richtig tropischeren Charakter. Also gefällt mir so sehr gut. Und als nächstes sind noch schwarze LED-Blinker dazugekommen. Ich hatte ja sonst immer nur die weißen. Ich mach die mal an. Achso, leuchtet gerade. Nochmal vorne Blinker. Sehr gelungen. Die sind dann auch erhältlich bei der Firma Simex. Also hat sich die Fahrt heute hierher absolut gelohnt. Diese drei neuen Anbauteile. Ja schon perfekt da, der Ranger Raptor. Jetzt noch die Ansicht von hinten. Blinker, die LED-Bahn, gibt auch keine Probleme mit dem Parkhaus, weil die Antenne immer noch der höchste Punkt ist und nicht die LED-Bahn, also ist es für jedes Parkhaus noch geeignet, das Fahrzeug. Und danach zum Schluss nochmal. Nochmal nicht gerade in die Waschanlage, aber nochmal mit dem Kärcher das Auto ein bisschen reinigen. Die Lampen müssen dann auch gleich ausgehen. Ja. So, liebe Freunde.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Ansonsten bis zu einem meiner nächsten Videos mit dem Ford Ranger Raptor, der Yamaha Tenere Rally Edition oder der Harley Davidson Fatboy 30. Anniversary. Macht's gut, liebe Freunde. Noch einmal mit einem Rundumblick an dieser tollen Umgebung. Dann macht's gut. Bis zu einem meiner nächsten Videos. Tschüss.